ich habe keine Zeit, viel zu reden. Ich brauche die 6 Minuten ziemlich genau. Deswegen geht's los. Ein Lied über Brutus. Er wurde immer falsch verstanden. Freitagabend, 21:45. Man sieht die Sonne langsam untergehen. Doch der Abend ist jung, es erklingen Fanfaren. Wir sind in Rom vor 2000 Jahren. Cäsar hat geladen und alle sind da, auch ein besonderer Gast, Kleopatra. Zum Zeichen von Respekt schenkt die hübsche Lady dem Cäsar ein seltenes weißes Tigerbaby. Oh Cäsar, nimm dieses Tier von mir. Ich bin mir sicher, eines Tages wird so stark wie ihr. Und wenn ihr wollt, dürft ihr später in mein Zelt steigen. Ich würde gerne meine Hieroglyphensammlung zeigen. Da ertönt Musik. Wer schwingt denn da die Hüfte und strahlt dabei so froh? Wer wackelt mit den Armen? Wer wackelt mit dem Po? Wer lebt da die Musik? Mal sanft, mal hart. Marcus Junius Brutus, Prätor im Senat. Alle stehen still, alle schauen ganz gebannt. Denn was Brutus dort macht, ist gekonnt und elegant. Geschmeidig und behende wackelt Brutus mit der Lende. Er nähert sich Kleopatra und Cäsar mit nem Cha-Cha-Cha. Dann ruft er laut, hey Leute, ich tanze auch mit Tieren und tanze in Richtung Tiger, Baby, uns zu integrieren. Doch dann stolpert er und fällt, oh nein, dem Tiger ins Genick. Brutus schluckt, Cäsar starrt, beim Tiger macht es Knick. Cleopatra, I just killed your tiger. I was standing above his head, then I fell and now he's dead. Cleopatra, I know his life has just begun. Brutus raus, wir sehen uns morgen früh im Senat. Oh, Cäsar, morgen früh im Senat? Oh, ein Brunch, toll, ich bring Salat. Raus! Nächster Morgen. So schön kühl hier, Samstagmorgen, 21:45. Man sieht die Sonne schon am Himmel stehen. Der Tag wird besonders, denn dem Römischen Reich spielt das Schicksal heute einen besonderen Streich. Am besagten Morgen um 21:45 kann man den Brutus zum Senat gehen sehen. Und er ist nicht allein, nein, hinter ihm her geht eine Gruppe aus Männern, 2 Dutzend ungefähr. Aber Cäsar, na, ich war mal so frei und hab für dich eine kleine Überraschung dabei. Wenn du gestattest, helfen mir die Männer hinter mir gleich bei meinem Vorhaben zur Bereicherung von unserem Reich. Da ertönt Musik. Von den Männern hinter Brutus holen einige der vielen Instrumente aus den Taschen und beginnen sie zu spielen. Die anderen bauen Tische auf und decken sie ganz fein in edler Garnitur mit leckerem frischen Essen ein. Ich dachte, es wäre doch nett, wenn ich Salat für alle bringe. Dabei fuchtelt er gekonnt mit einer großen scharfen Klinge. Und dass ihr euch nicht besudelt, dient edles Tuch als Latz. Er schneidet welches ab und geht damit in Richtung Cäsars Platz. In der einen Hand das Messer, in der anderen das Tuch. Kommt Brutus seinem Herrscher immer näher. Eine Piorette rechts, ein Ausfallschritt nach links. Plötzlich werden seine Tanzgebärden zäher. Ein Krampf hat ihn gepackt, er wimmert kurz und leise. Dann stolpert er auf Cäsar zu. Nicht schon wieder, Scheiße. Im Fallen penetriert er trotz tanzender Finesse mit dem großen Messer Cäsars Fresse. Blut strömt aus dem Unterkiefer tief bis in den Rachen. Medizinisch lässt sich jetzt ja, sagen wir mal, nicht mehr so viel machen. Schwungvoll zieht das Messer raus, doch durch Cäsars Blutverlust rutscht er aus und rammt ihm diesmal kräftig in die Brust. Immer wieder steht er auf und fällt gleich wieder hin.
sticht mal in die Lende, mal knapp unters Kinn. Cäsar liegt nur da und versucht sich zu befreien. Mit allerletzter Kraft zwischen Blut und Innereien greift er nach nem Stuhl, dann durchfährt ihn letzter Schmerz. Brutus hat sich draufgestützt, ein Stuhlbein steckt in Cäsars Herz. Tanzen konnte er prima, in Rom war er ein Unikat. Leider mit nem Beigeschmack, es gab Tote, wenn er's tat. Das Kleid von seiner Schwester nach der Kinderdisco rot. Seine Frau und seine Kinder nach dem Hochzeitstanze. Die Wahrheit ist, dass Brutus bestimmt kein böser Mann war. Er liebte nur den Samba. Dankeschön.